Funksprüche, spontane Einsätze, unerwartete Herausforderungen und ein Reifentausch der etwas größeren Dimension. So sieht ein ganz normaler Tag in der Obus-Leitstelle Salzburg aus. Gregor Weiß macht sich auf den Weg in die Arbeit. Als Verkehrsmeister und Leitstellendisponent hat er seit mittlerweile 20 Jahren alle Obusse in der Stadt Salzburg im Blick. Beim Eingang holt sich Gregor alle wichtigen Informationen vom Vorabend. Das sind einmal irgendeine Dienste, Fahrer, die sich krank gemeldet haben, Dienste, die nicht besetzt sind, Fahrzeuglisten, wie die Fahrzeuge in der Früh dann ausfahren aus den Garagen. Oder ganz wichtige Informationen, sollte es eine Störungen geben haben, dass ich da auch schon in der Früh wieder reagieren kann drauf. In der Leitstelle kommen alle Funksprüche der Obuslenker an. Hier wird der gesamte Linienverkehr koordiniert und bei Problemen sofort geholfen. Es fahren draußen 95 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet und wenn dementsprechende Staus oder Behinderungen sind, dann sind die Disponenten natürlich gefordert einzugreifen und dementsprechend die Linien zu koordinieren, umzuleiten und damit der Linienverkehr immer aufrecht ist. Die Mitarbeiter, die da herinnen tätig sind, die waren früher mal im Fahrdienst. Das ist die Grundvoraussetzung. Also die wissen jedes Eck in der Stadt Salzburg. Sonst kann man da herinnen nicht arbeiten, denn man muss sich das vorstellen können. Man muss die Anweisungen dem Personal draußen geben, wie sie am besten Umleitungen fahren, ausweichen. Der muss wissen, geht sich das aus mit dem großen Fahrzeug? Wo kann das Fahrzeug abbiegen? Wie funktioniert das, damit der Linienverkehr aufrecht bleibt? Gregors Aufgabe ist es, für Lösungen zu sorgen. Er ist die Hauptansprechperson für den Fahrdienst in der Stadt Salzburg. Grundsätzlich werden unsere Informationen mit Funk abgewickelt. Das geht an die Leitstelle und dann muss ich wieder entscheiden, brauche ich einen Ersatzmann oder brauche ich die Werkstatt oder Revision dazu. Die Herausforderung da, das ist, wenn ich in der Früh komme als Disponent, was erwartet mich heute? Ja, es ist kein Tag wie ein anderer. Demonstrationen, Stau, Unfall etc., wo man nicht beteiligt sind, sondern wo die Straße gesperrt ist. Und da muss der Disponent dann dementsprechend eingreifen, damit der Linienverkehr aufrecht ist. Okay, nochmals zur Information, Linie 8. Einwärts von der Baumgartner Straße über die Kreuzung Moosstraße, Neutorstraße bis zur Haltestelle Reichenhaller Straße. Aggregatfahrt bzw. Batteriefahrt wegen der Baustelle, die da seit heute wieder stattfindet. Die Oberleitung wurde abgebaut bzw. verlegt. Die Obusse sind mit GPS hinterlegt. Aufgrund der gefahrenen Meter und der Korrektur durch GPS kommen die Informationen in den Zentralrechner. Dieser hat den Sollfahrplan eingespeichert und vergleicht ihn mit den Ist-Daten des Obusses. Am Bildschirm sieht dann der Disponent, so wie hinter mir, zum Beispiel die Stadt, wo die Fahrzeuge unterwegs sind. Und wann dann der Bedarf ist, kann man dann die Linien genau im Einzelnen herschalten, bis auf das einzelne Fahrzeug. Im Moment ist es noch relativ ruhig in der Leitstelle. Doch wovon Gregor nichts ahnt, das ändert sich in wenigen Minuten. Während Gregor die nächsten Funksprüche entgegennimmt, schaut sich Patrick Pilsner in der Obus-Werkstatt an, welche Reparaturen heute am Plan stehen. Bei einem Obus ist heute die Jahreswartung fällig. Bei der Jahreswartung werden alle elektrischen Geräte vom Bus überprüft. Es wird der Bus selber von innen überprüft, ob irgendwelche Sachen defekt oder kaputt sind, ob sie irgendwelche zu starken Verschleiß oder Verschmutzung aufweisen, dann werden die natürlich auch erneuert. Außerdem werden natürlich auch Reifen kontrolliert, die Bremsen werden kontrolliert, Bremsleitungen werden überprüft. Erst überprüft Patrick wie bei jeder Wartung den Schleifschuh. Dazu steigt er auf den Werkstattturm. Eigentlich eine Routinearbeit, die zu jeder Wartung gehört. Sollten sie ausgeschlagen sein oder kaputt sein, irgendeinen Defekt haben halt, dann werden die getauscht. Im Endeffekt ist das jetzt nicht so eine richtig großartige Sache, aber es ist extrem wichtig für den Bus selber, weil ohne Strom kann er nicht fahren. Nach dem Schleifschuhtausch geht es für Patrick und einen Kollegen zur Kompressorwartung. Bei der Kompressorwartung ist es so, wir haben da mehrere Arbeitsschritte, sage ich jetzt mal, zu machen. Im ersten Arbeitsschritt, wenn der Bus frisch reinkommt, hat der Kompressor noch einen hohen Druck drauf. Das heißt, der Druck muss erst einmal abgelassen werden. Danach werden die ganzen Teile ausgebaut. Danach wird das alte Öl abgelassen. Ein neuer Filter eingesetzt und neues Öl getankt.
Später werden mit einem Spezialgerät die riesigen Obusreifen gewechselt, doch jetzt wird erstmal geschraubt. In der Leitstelle gibt es plötzlich ein Problem. Zur Information, Linie 3, Linie 8, bitte aufpassen bei der Ausfahrt von der Garage, da haben wir eine Weichenstörung. Aggregatfahrzeuge können abbügeln, andere müssen halt umhängen. Oberleitung wird verständigt, Linienbetrieb ist soweit aufrecht. Ja, servus, Leitstelle, Gregor ist da. Gregor informiert sofort alle Kollegen und beordert den Turmwagen mit Bautrupp zur betroffenen Stelle, damit sich die Profis um die Störung kümmern können. Hier ist höchste Konzentration gefragt. Wir stellen die Bühne aus, schaffen den Kontakt mit dem Fahrer und schwenken dann die Bühne dahin, wo es nötig ist, beziehungsweise der Fahrer fährt hin und her oder ändert die Position des Fahrzeuges seitlich, dass wir gut zur Arbeit kommen. Es kann auch sein, dass wir immer wieder die Bühne wegschwenken müssen, wenn doch noch Busse durchfahren. Ja, es werden die defekten Teile getauscht und eben unter Beachtung der Spannung, wenn eingeschaltet ist. Also sehr konzentriert, immer nur ein Potenzial berühren. Die Kollegen dürfen einander nicht berühren. Also wir müssen uns sehr konzentrieren. Ist wieder okay soweit? Ja, passt. Na gut. Alles klar. Ja, gebe ich gleich raus, die Info, gell? Weichenstörung, Bereich Polizeidirektion wurde behoben. Wir können wieder normal fahren. Auch den Ablösern bitte Bescheid geben. Auch Patrick Pilsner ist mit der Jahreswartung des Obuses fast fertig. Jetzt müssen nur noch zwei Reifen gewechselt werden. Wir haben eigene Maschine noch da, wo die Radmutter noch zum Aufmachen gehen. Die werden halt alle geöffnet, der Reifen wird runtergegeben, nach draußen gefahren und ein neuer Reifen vom Reifenlager noch geholt und auf die Achse montiert. Vor allem Reifenwechseln steht hier in der Obus-Werkstatt an der Tagesordnung. Durch das ständige Stehenbleiben und Wegfahren im Stadtgebiet werden die Reifen natürlich auch besonders beansprucht. Die Jahreswartung ist erledigt und der Obus ist pünktlich fertig, auch wenn Sicherheit hier vorgeht. Natürlich, die Wartung sollte an dem Tag, wo es reinkommt, soll's fertig werden, das ist auch klar. Aber sollte es irgendwelche Fehler geben, sei es die Bremsen oder sei es irgendein elektronischer Fehler, dann wird er natürlich am selben oder am nächsten Tag erst geschaut und muss natürlich zuerst gemacht werden, bevor der Bus wieder fahren darf. Auch Gregor Weiß hat seine Schicht geschafft und übergibt noch wichtige Informationen an seinen Kollegen. Der weiß Bescheid, oder? Habe ich schon erledigt. Okay. Und da muss auch die Nachmittagsreserve, aber den ganzen Nachmittagsteil fertig fahren. Patrick Pilsner und Gregor Weiß sind zwei der vielen Zahnrädchen, die dafür sorgen, dass der Obusverkehr optimal läuft und Störungen so schnell behoben werden, dass die Kunden möglichst wenig davon merken und schnell an ihr Ziel kommen.